Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch drei Rezensionen. Und zwar habe ich einmal eine Reihe beendet, und zwar die Redwood Love Reihe. Und ja, dieses Buch hat 300 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Hier geht es ja diesmal um den Polizisten, um den Sheriff, wie heißt er, Parker. Und ja, wir lernen sozusagen so einiges aus seiner Kindheit wieder kennen. Wir bekommen auch wieder was über die Tierarztbrüder mit, was die in der Zwischenzeit so erlebt haben. Und natürlich auch den Feuerwehrmann, seinen Freund, weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Und ja, dann ist natürlich auch Maddie Fremont in Redwood, und ja, die Leute verbinden natürlich jetzt nicht wirklich was Positives mit ihr, aber sie akzeptieren oder dulden sie in der Stadt, sage ich jetzt mal. Sie lebt versteckt im Wald in einem Zelt, also sie ist obdachlos, aber sie arbeitet, sie hat mehrere Jobs. Sie könnte sich zwar mit dem Geld, was sie bei diesen Jobs verdient, eine Wohnung leisten, aber das will sie gar nicht. Sie spart, um das Geld den Leuten zurückzuzahlen, was ihr Vater sozusagen denen abgegaunert hat. Und sie fühlt sich halt dafür verantwortlich und will den Leuten halt ihr Geld wieder zurückzahlen. Und deswegen ernährt sie sich halt hauptsächlich von Dosenfutter. Sie hat natürlich auf Arbeit gelegentlich die Gelegenheit, auch mal zu duschen oder warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Aber sonst, wie gesagt, lebt sie halt im Wald. Und ja, wie durch Zufall ist natürlich das Drachentrio wieder unterwegs und versucht Leute zu verkuppeln, wie wir es natürlich schon aus dem ersten Bänden kennen. Und ja, sie machen diesmal auch keinen Halt, den Parker zu verkuppeln. Und so passiert es, dass halt Parker jedes Mal da gerufen wird, wo Maddie gerade arbeitet, und dadurch begegnen sie sich natürlich sehr, sehr oft und müssen natürlich auch wieder miteinander reden, da sie zusammen zur Schule gegangen sind. Und Maddie hat Parker damals sehr, sehr fiese Streiche immer gespielt. Und warum sie ihn damals so fiese Streiche gespielt hat und was sie ihnen damit eigentlich sagen wollte, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Ich fand das wirklich süß. Es war ein tolles Finale, muss ich sagen. Es hat zwar nur 4 Sterne von mir bekommen, aber ich finde, 4 Sterne reichen auch vollkommen aus. Und das Ende hat mich sogar ein bisschen zu Tränen gerührt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ja, ich könnte, ja, also wie ihr seht, die Reihe bleibt ja bei mir. Und falls ich mal wieder so Lust habe, was Lockeres, Süßes für zwischendurch zu lesen, dann eignen sich diese Bücher auf jeden Fall sehr gut dafür. Achso, ja, 300 Seiten hatte ich, glaube ich, schon gesagt, hatte das Büchlein. Dann habe ich gelesen gehabt Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Und dieses Büchlein hat 480 Seiten und ist im BVT Verlag erschienen. Und hier geht es ja um eine Frau, Elizabeth. Und Elizabeth ist irgendwie unzufrieden mit ihrem Leben, obwohl sie alles hat, und sie stellt sich halt ständig die Frage, was will ich eigentlich? Was erwarte ich von meinem Mann? Warum bin ich unzufrieden mit ihm? Und ja, und dann macht sie halt einen ganzen Prozess durch. Sie lässt sich scheiden, und sie hat dann halt zwischendurch immer diese On-Off-Beziehung mit dem Typen. Und ja, und dann kommt sie halt auch auf die Idee zu meditieren und an verschiedenen Kursen teilzunehmen. Und durch einen Zufall von ihrer Arbeit kriegt sie halt die Möglichkeit, dann nach, wo war es, die drei I's, das war, einmal war es Italien, aber da fährt sie nicht als erstes hin, sondern sie fährt als erstes nach Indien oder Indonesien oder genau, sie fährt als erstes, muss sie eine Recherche machen über
Indonesien. Und dort trifft sie halt auf ein, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, ach, die im Kloster lebt, wie heißen die? Päpste nicht, sondern, aber wie gesagt, der lebt halt im Kloster und ja, der kann halt bestimmte Sachen voraussagen. Und er prophezeit ihr sozusagen, dass sie im einen Jahr wieder nach Indonesien kommt und dass sie halt erst ganz, ganz viel Geld verliert, aber halt auch ganz, ganz viel wiederbekommt. Und ja, und sie denkt sich halt erstmal nichts dabei und nach dieser Recherchearbeit fährt sie halt wieder zurück und dann trifft es halt wirklich zu und ja, daraufhin gibt sie sich sozusagen ein Jahr, wo sie sagt, ich will in ein Jahr die drei I's bereisen, nämlich Italien, Indien war es und Indonesien, genau. Und dann hat sie gesagt, ja, für ein Jahr brauche ich ja circa 4 Monate. Und ja, so macht sie sich halt auf die Reise, erst nach Italien und das Dolce Vita, sie lernt die italienische Sprache und sie lernt neue Leute kennen und sie will halt das Glück und den Sinn ihres Lebens und ja, sie ist halt innerlich auch ein bisschen depressiv und nimmt halt sehr viel Antibiotika und durch diese Reise wird es halt auch besser und ja, sie hört diese unzufriedenen Stimmen nicht mehr in ihrem Kopf, sie kann auch wieder besser schlafen, sie isst auch wieder durch die Scheidung und das ganze Prozess ist sie extrem abgemagert und ja. Dann nach Italien fliegt sie nach Indien, dort lernt sie natürlich auch wieder neue Leute und geht in ein Kloster und lernt zu meditieren und ja, lernt auch wieder neue Leute kennen und sie ist eigentlich total begeistert und sie fühlt sich innerlich auch immer viel zufriedener und selbstsicherer und man merkt auch durch das Lesen, sie wird immer gesünder und gesünder. Von innen und von außen und zu guter Letzt ist sie halt dann wieder in Indonesien und ja, fand ich richtig großartig. Das ist wie so eine Art Tagebuch sozusagen von der Autorin selbst, wie sie sozusagen ja einen Erfahrungsbericht schreibt, sie einen Erfahrungsbericht und dieses Buch wurde dann sozusagen finanziert für ihre Reise. Und ja, also richtig, richtig, also hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Es hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Den Film kenne ich jetzt noch nicht mit Julia Roberts, deswegen kann ich jetzt nicht vergleichen, was besser ist. Oder. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich gut ist. Und eine Frau auf der Suche nach allem, also so kann man es auch am besten beschreiben, weil sie sucht das Glück, die Liebe, die Selbstzufriedenheit, die Sicherheit, sie will ja, im Geiste frei sein für das wirklich Wichtige und ja, sie sammelt wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen und also lest es auf jeden Fall selbst oder ich weiß nicht, falls jemand von euch schon den Film gesehen hat, dann könnt ihr mir mal sagen, was besser ist, Film oder Buch, weil ihr wisst, ich hänge immer so extrem mit diesen Filmen angucken hinterher und ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde, die ganzen Buchverfilmungen anzugucken, die ich gelesen habe. Und dann habe ich Weil ich will Liebe von Colleen Hoover. Das ist der 2. Band der Will und Laken Reihe. Ich weiß nicht. Und da gibt es ja noch einen 3. Weil wir uns lieben. Aber ich habe für mich mit diesem Band beschlossen, dass mir das reicht. Dass ich für mich sozusagen diese Reihe als beendet ansehe. Da ich finde, es kam ja jetzt schon alles. Also ich weiß, wie es nach der ersten weitergeht und weil da ist, was am Ende passiert, was sozusagen wieder aufgegriffen wird, bearbeitet wird und ja, ein Weg zur Lösung gefunden wird und ob ich da jetzt den 3. nochmal lesen möchte, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommen soll, weil es ist ein Ende, aber es ist jetzt nicht so ein offenes Ende. Also man kann sich denken, wie es weitergeht. Ich bin mit dem Ende vollkommen zufrieden. Und das Buch hat ja auch 368 Seiten. Und ich bin sehr zufrieden damit gewesen. Ja, und ja, habe 4,5
4,5 Sterne gegeben. Ja, für zwischendurch mal so was Schnuckeliges Süßes zu lesen, fand ich jetzt schon wieder toll. Und es ist ja auch wieder so aus Wills Sicht und zweiter Teil, also zwei Teile sind es. Und ja, immer so wechselmäßig kriegen wir gerade mit, was bei Will abgeht, dann wieder was bei Lecken abgeht. Und dann passiert natürlich so eine krasse Sache, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Und ja, das Ende war irgendwie abzusehen, dass das passiert. Ja. Deswegen, also ich wüsste auch jetzt nicht, was im dritten nochmal vorkommt. Einige haben gesagt, da wird das nochmal aufgegriffen, was sozusagen schon passiert ist aus anderen Perspektiven. Ich weiß es nicht, aber also ich wüsste jetzt nicht, was im dritten Band kommen soll, weil es kam schon alles, was kommen sollte. Und ja, ich bin damit zufrieden. Das waren sozusagen meine letzten drei Büchlein. Ja, es sind diesmal zwei Liebesromane dabei und den habe ich so als Selbstfinder, als Ratgeberbuch habe ich den so eingestuft, weil das ist ja, ja, eine, ja, wie so ein Erfahrungsbericht sozusagen, ihre Reise zum allem, was sie gesucht hat, zum Glücklichwerden und ja. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!